Ich liebe es, mit Autos zu spielen. Was ist das? Ein verlassenes Auto. Genauso eins wollte ich schon immer mal haben. Oh, das sieht schlimm aus. Zum Glück könnte ich das schnell ändern. Als erstes werde ich den Krempel los. Oh je. Baby Pichu, halte durch. Geht es dir gut? Er atmet kaum noch. Wir müssen ihn retten. Ich nehme das Auto. Der Schmutz ist weg. Wir können mit dem Makeover beginnen. Geschafft. Es hat sich in ein Pokémon-Krankenhaus verwandelt. Ich bin die Chefärztin der Pokémon. Pichu, warte. Alles wird wieder okay. Ich werde ein heilendes Bad für dich machen. Eine Menge Mentos. Ich befülle es mit Limonade. So kommst du im Handumdrehen wieder auf die Beine. So, jetzt bist du wieder sauber und fluffig. Als nächstes werden wir die Herzfunktion wiederherstellen. Schneiden. Lass uns das Herz untersuchen. Oh, es ist tatsächlich gebrochen. Halb so wild. Ich habe ein wunderschönes, liebevolles Herz übrig. Genau das meine ich. Vorsichtig zunähen. Zeit für eine elektrische Ladung. Es funktioniert nicht. Leute, drückt den Like-Button, um Pichu wiederzubeleben. Pichu, du bist wieder bei mir. Danke, wir haben es geschafft. Pika! Nach der ganzen Arbeit werde ich erstmal zum Strand gehen. Es ist vorbei. Mein Spielzeug ist verschwunden. Ich werde es nie im Sand finden. Ganz ruhig. Ich werde dir helfen, das Spielzeug zu finden. Darin bin ich wirklich gut. Warte hier. Ein Metalldetektor wird die Aufgabe erledigen. Da ist es. Das Spielzeug ist hier irgendwo. Ich siebe den Sand. Hier ist das Spielzeug. Ich säubere dich. Künstliche Beatmung. Ich entferne das überschüssige Wasser. Und los. Nochmal. Als nächstes werden wir die ekligen Würmer los. Jetzt machen wir dich richtig sauber. So ist's gut. Wow. Hey. Hi. Ich bin Ärztin. Ich habe dich gerettet. Deine Besitzerin ist da drüben. Oh, da ist Jess. Ein Smartphone? Oh nein. Was ist das? Hm? Da steht etwas. Hey, habt ihr lesen können, was auf dem Bildschirm stand? Mein Krankenhaus wird das große Geld einbringen. Willkommen bei der großen Eröffnung. Ups, wo sind denn die Leute? Oh Mann, es ist niemand gekommen. Hey, ein Mädchen mit Spielzeug. Was für eine lächerliche Idee. Wütende Hunde? Ich habe keine Angst. Dieser Hund ist verrückt. Bitte tu etwas dagegen. Ich werde mein Bestes tun. Wo ist mein Nähzeug? An die Arbeit. Faden, Nadel. Nähen. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Geschafft. Deine Kitty ist jetzt eine Meerjungfrau. Wow, wunderbar. Hey, du lebst. Klar doch. Hey, Pikachu. Übrigens, ich nehme Bargeld. Danke für deine Hilfe. Behalte das Wechselgeld. Wow, danke. Bis bald. Assistent, danke. Klammer. Stethoskop. Stör mich nicht. Ich bin fast fertig. Oh ja, das perfekte Sandwich. Hey, du musst mir helfen. Ist es dringend? Oh, es ist definitiv ein Notfall.
Ich hoffe, sie ist noch zu retten. Ich werde alles tun, was ich kann. Das ist doch verrückt. Wie kommt es, dass du so schmutzig geworden bist? Zuerst sollten wir dich gut waschen. Dein Kopf muss ausgetauscht werden. Mal sehen. Dieser hier ist zu groß. Der hier passt perfekt. Sieht der gut aus? Ich denke schon. So weit, so gut. Ich werde was naschen. Eine Verpackung? Ihr wisst doch, dass Müll wegwerfen schlecht ist, oder? Ich werde die Verpackung der Süßigkeiten benutzen, um neue Schuhe zu machen. Ich überziehe die Füße mit Fimo und füge hohe Absätze hinzu. So. Woraus machen wir das Outfit? Ich weiß, ein alter Handschuh. Den Überschuss abschneiden. Ist das Kleid fertig? Aber wo wirst du sitzen? Warte hier. In der Zwischenzeit werde ich Seifenblasen machen, die nicht platzen. Ich mache ein Sofa daraus. Setz dich hin und lass es mit dem Fotoshooting beginnen. Lächeln, du bist nicht von dieser Welt. Die Puppe sieht besser aus als je zuvor. Wow, unglaublich. Das muss Magie sein. Ach nein. Danke. Hey, hier ist der Pika-Krankenwagen. Ich bin auf dem Weg. Was ist passiert? Ist jemand verletzt? Mein Mauzi ist da oben. Das sehe ich. Ich werde dir helfen. Pika, sei tapfer. Du schaffst das. Ich habe Höhenangst. Der Boden ist nur 10 cm entfernt. Du hast recht. Ich habe einen neuen Plan. Du fängst Mauzi und ich berechne die Flugbahn des Falls. Bleib genau hier. Hier drüben ist es besser. Ich werde versuchen, Mauzi vom Ast zu schütteln. Er wird direkt ins Netz fallen. Komm schon, es geht nicht. Ups. Ich bin gleich zurück. Bleib hier stehen. Mal sehen, ob du den Sturz überlebt hast. Warum bist du nicht auf den Pfoten gelandet, wie all die anderen Katzen? Röntgen. Ein paar Brüche. Aber das ist keine große Sache. Ich weiß, wie man einen Gips anlegt. Zuerst gut verbinden. Als nächstes mit Fimo befestigen. Ich achte auf die Zeit. Während es aushärtet, wäre ein Heilbad eine gute Idee. Soda, Perlen, Schleim. Nur noch ein bisschen. Die Zeit ist um. Den Gips abnehmen. Yay, du bist gesund. Wir sollten gehen. Sieh mal, der Mauzi. Er ist genau ins Netz gefallen, wie ich gesagt habe. Danke. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Du bist sehr großzügig. So nah dran. Ich schaffe es. Achtung, Pummeluff. Nein. Schöne Kokosnuss. Pummeluff. Oh nein. Was habe ich getan? Wie kann ich dir helfen? Bitte rette mein Pokémon. Junge, du bist ja platt. Ich habe eine Idee. Pummeluff, es sieht wirklich tragisch aus. Was hast du denn alles gegessen? Du brauchst gesundes und nahrhaftes Essen. Und was ist das? Das Rezept für den Heiltrank. Wir müssen alle Zutaten besorgen. Detektiv Pikachu hat den Fall übernommen. Hey, ich glaube, ich habe die erste Zutat. Ich Glückspilz. Das ist ein Schwimmring. Ich brauche nur die Pumpe. Das ist schon mal ein Anfang. Es muss noch eine zweite Zutat geben. Hier ist sie. Glitzer, genau das Richtige.
zu guter Letzt. Was macht sie da? Endlich! Zaubertrank! Ich hab's geschafft! Der Weg ist frei. Pummeluff, mach dich bereit! Zaubertrank, Glitzer und eine Pumpe. Ich bete, dass es funktioniert. Ja, das hat es. Pummeluff ist wieder auf den Beinen. Danke, du bist die Größte. Oh ja. Wie traurig. Das arme Sandwich ist nicht mehr zu retten. Warum nur? Doc, Hilfe! Rette unser Spielzeug! Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, es sieht wirklich tragisch aus. Ich werde mit Sonic anfangen. Erst einmal gründlich waschen. Die verlorenen Teile wieder annähen. Wir sollten Pikachu vor Käfern retten. Das Fell gut reinigen. Das Makeover. Pika! Euer Spielzeug ist wieder gesund. Meins! Nein, meins! Gib es zurück! Auf keinen Fall! Es reicht! Hört auf! Ich habe eine Idee. Diese Uniform ist für euch. Jetzt könnt ihr zusammenspielen und müsst euch nicht mehr streiten. Eine Bezahlung für die Rettung des Spielzeugs wäre nett. Ich denke, wir könnten bezahlen. Danke. Gern geschehen. Bye. Ich habe ein Sparschwein voller Geld. Wofür soll ich das ausgeben? Ich habe eine Idee. Die Pizza war so lecker. Aber ich habe zu viel gegessen. Pikachu, hör auf, herumzualbern. Wir sollten gehen. Einen Moment. Ich bin gleich soweit. Es hat geklappt. Das letzte Stück Pizza. So lecker. Warte. Oh nein. Pikachu, du hast uns zu früh verlassen. Ich bin müde. Armes Pikachu. Es reicht. Ich muss jetzt sofort aufwachen. Ein Powerdrink wird das erledigen. Wow. Oh ja. Ich bin wieder stark und voller Energie. Pika. Da. Ein Zombie. Ich bin nicht müde. Hilfe! Was ist denn mit denen los? Zombies! Gehirn! Und was machen wir jetzt? Überall sind Zombies! Pummeluff! Aufmachen! Verschwinde! Ich bin nicht hier! Ich hab's! Auf keinen Fall. Ich komm raus. Jetzt gehörst du mir. Nein. Puh, das habe ich alles geträumt. Es wird Zeit, den ganzen Müll loszuwerden und hier aufzuräumen. Mein Buch, wie man Pokémon heilt. Yes. Ja, es ist an der Zeit, ein Pickup in ein Pokémon-Krankenhaus zu verwandeln. Ich sollte mich beeilen. Die Zeit läuft mir davon. Hier sind die Heiltränke. Ich muss mich nur noch umziehen. Ich bin soweit. Los geht's. Lass uns loslegen. Was steht in dem Buch? Ja, das ist es. Nur ein klitzekleines bisschen. Ups, ich habe wohl einen Fehler gemacht.
Oh my God. Ich meine, ich habe in der Eile die Zutaten vertauscht. Ich brauche einen anderen Trank. Ich versuche es noch einmal. Oh, wow. Es hat geklappt. Die Sache ist nur, dass ich ihn auch anwenden muss. Nur ein wahres Wunder kann diesen Apfel retten. Oder mein Trank. Es funktioniert. Oh ja, ich werde es noch einmal testen. Ich werde es an mir ausprobieren. Mal sehen, ob es wirkt. Ja, es hat funktioniert. Das Experiment war ein Erfolg. Yes. Das wird toll. Hey, was ist das für ein Lärm? Hummelluft? Meine Ohren! Au! Das reicht, Pummeluff! Es ist soweit. Ich bin bereit. Es funktioniert! Yes! Pummeluff, bereite dich darauf vor, geheilt zu werden. Ups, keine Energie mehr. Oh, Hummelluft. Das Gegengift hat gewirkt. Keine Sorge, ich werde dich heilen. Wo soll ich anfangen? Mal sehen, was in deinem Kopf vorgeht. Oh, was ist das denn? Igitt. Wie auch immer, lass uns loslegen. Ich werde alles gut säubern. Und du bekommst ein brandneues Gehirn. Ich werde rosa Schleim verwenden. Wow! Als nächstes kommt eine Kaugummiblase. Und ich peppe das Ganze mit Glitzer auf. Ein Skalpell? Gut. Schneiden. Hineingießen. Der wichtigste Teil. Ein magischer Kristall. Aktivieren. Etwas Geduld. La 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 la. Ich habe es geschafft. Das war's. Oh ja. Ein neues Gehirn für Pummeluff ist bereit. Mission erfüllt. Oh nein, der Puls ist weg. Lieblingssong? Ich muss singen. Das hat nicht viel gebracht. Leute, singt eure Lieblingslieder, um Pummeluff zu helfen. Und vergesst nicht, unten einen Kommentar mit dem Namen des Liedes abzugeben. Danke! Pummeluff, du bist wieder da. Es hat geklappt. Yes. Danke! Da ist etwas im Gebüsch. Da drüben, es bewegt sich. Chad! Hi! Hey, Pikachu! Ein leckeres Pokémon. Vampir, du entkommst uns nicht. Noch ein Pokémon. Nimm das! Ah! Seifenblasenattacke! Hilfe! Ohnmächtig. Oh ja, ich werde Pikachu holen. Ich kümmere mich um den Vampir. Bleib hier. Ich bin bereit. Bring den Patienten rein. Pikachu, ich werde dich retten. Die Reißzähne müssen weg. Und die Flügel. Als nächstes aufladen. Auf geht's. Wo liegt das Problem? Warum geht es nicht? Komm schon! Ha? Verstehe. Ohne Likes kommen wir hier nicht weiter. Drück den Like-Button, um die Batterien zu aktivieren.
Lasst uns Pikachu gemeinsam aufladen. Ja, es klappt. Danke. Chad, wir müssen etwas mit ihm machen. Sein Atem ist übel. Oh. Warte. Eine Zahnputzbehandlung ist am Muss. Stimmt. Sorry, es geht nicht anders. Ich mach's kurz. Eklig. Du hast deine Zähne schon eine ganze Weile nicht mehr geputzt. Zum Glück kann ich das ändern. Fertig. Wow, tausend Dank. Hier, ich hoffe, es gefällt dir. Wow, so ein Strauß habe ich noch nie bekommen. Wie süß. Wie nett von dir. Was ist das? Ich komme ja schon. Was ist los? Ich werde sie beißen. Tu das nicht. Ganz ruhig. Ich bin ein Arzt. Ich kann helfen. Ups, ich habe ein Ei gelegt. Wie süß ist das denn? Essen. Nein, nicht. Wir müssen ihm beim Schlüpfen helfen. Ich weiß einen Weg. Geh zur Seite. Husch, komm nicht auf dumme Gedanken. Sorry, das wollte ich nicht. Ich werde versuchen zu helfen. Pommel! Sie ist ein Naturtalent. Es klappt, meine Babys. Sie sind zu viert. So lecker. Was fällt dir ein, meine Kinder zu bedrohen? Sie heißen Psyduck, Kaiduck und Maiduck. Wie sollen wir das vierte nennen? Hast du eine Idee? Leute, denkt euch einen Namen für das vierte Entlein aus und kommentiert ihn unten. Danke. Pummeluff, wir werden dich vermissen. Bitte bleib. Ich gehe auf eine Weltreise. Wow, viel Glück. Bye. Eine Nachricht? Dragosso geht es nicht gut. Ich eile zur Hilfe. Pokémon, wo bist du? Oh ja, Dragosso. Ich fange dich, bevor du es merkst. Ich versteck mich. Ups. Ein Vampir, rettet mich. Pikachu. Oh nein, sie ist auch ein Vampir. Unglaublich. Vampir Mauzi. Was ist hier los? Ich muss abhauen. Puh, ich habe es geschafft. Was? Oh nein. Hab dich, Vampir. Keine Sorge, ich werde dich behandeln. Ich bin schließlich ein Pokédoktor. Ich werde den Pickup vorbereiten. Für eine Operation braucht man ein Bad mit sauberem Wasser. Mehr. Als nächstes Handschuhe. Zu eng. Wer hat die erfunden? Eine Maske, eine Brille. Und schon bin ich bereit. Ich lasse den Pokéball im Wasser und fange an, Gelee herzustellen. Ich mische die Zutaten zusammen und fülle die Flüssigkeit in die Förmchen. Ich erhalte lustige Meeresbewohner. Ich lasse sie ins Wasser. Schwimmt! Ja, es klappt! Dragosso, du bist geheilt! Wasser ist das Schlimmste! Dragosso ist zurück! Toll! Oh, mir ist eine tolle Idee eingefallen! Hör zu, das klingt super! Lass uns den Pickup in ein Poké-Krankenhaus verwandeln! Oh ja, weiche Kissen für die Wände. Und überall süße Aufkleber. Je mehr, desto lustiger. Wow. In der Mitte wird ein Tisch stehen. Hier werden die Pokémon-Zaubertränke stehen. Das war's. Lass uns nach Pokémon in der Nähe suchen. Ups, das ist der Pikachu.
Na und? Ich verstehe gar nichts mehr. Machen wir uns an die Arbeit. Tragosso, in die andere Richtung. Ich komme. Ich bin mir sicher, dass das der richtige Ort ist. Aber ich sehe kein Pikachu. Es ist ein Pokéball mit Fledermausflügeln. Ich muss es fangen. Da ist es. Wir müssen schneller sein. Tragosso, hol es dir. Hab dich. Vampire. Ich hab Angst. Vampire sind gruselig. Ich mach das allein. Pikachu ist eingeschlafen. Das ist schön. Zum Krankenhaus. Pikachu, wir werden dich retten. Als erstes legst du die gruseligen Flügel ab. Fertig. Als nächstes die Reißzähne. Geschafft. Der Mantel kommt weg. Und jetzt können wir mit der OP beginnen. Das böse Vampirherz wird durch ein freundliches Pokémon-Herz ersetzt. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Der Puls ist weg. Oh nein, Pikachu. Bitte nicht. Leute, ich brauche eure Hilfe. Drückt den Like-Button, um Pikachu zu retten. Pika, du bist wieder da. Oh ja, wir haben es geschafft. Ich habe Werkzeug und Batterien. Ich kann anfangen, die Sirene zu reparieren. Hi. Batterien? Ich liebe sie. Was hat sie denn vor? Ein Snack. Nein, ich brauche die Batterien. Lass das lieber. Es ist so schwer zu widerstehen. Sie gehören mir. Ich fühle mich unwohl. Pikachu! Was soll das denn? Pikachu, sie braucht Hilfe! Was ist das? Was ist das für ein Geruch? Oh, da könnte jemand eine Dusche gebrauchen. Ich habe eine Idee. Seifenblasen. Ganz viele Seifenblasen. Seifenblasen sind super. Es hat geklappt. Wir haben Pikachu sauber gemacht. Willst du auch? Komm nicht auf dumme Gedanken. Na schön. Nicht ein einziger Poké-Vampir in der Nähe. Hey, bleib wach. Das? Nein, doch nicht. Was ist das für ein Geräusch? Ich werde nachsehen. Wer ist da? Komm raus und kämpfe. Hey, Ninja. Jemand hat ein Ei versteckt. Kümmere dich darum. Aber wie? Ich habe da einen Gedanken. Fast hätte ich es fallen lassen. Ein Buch mit Zaubersprüchen. Es stand hier irgendwo. Das Ei muss ausgebrütet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Chad, was machst du da? Wach auf! Oh! Ich habe das Handbuch gefunden. Hier steht alles drin. Schritt 1. Das Ei in die Badewanne legen, mit Schleim bedecken und mit Glitzer bestreuen. Das Bad ist fertig. Schleim hinzugeben. Als nächstes Glitzer. Ich bin überall mit Glitzer bedeckt. Wahnsinn. Glitzer ins Wasser geben. Geschafft. Der letzte Schritt. Lege einen Edelstein neben das Ei. Wo sollen wir danach suchen? Ja, cool. So sieht die Blume des Reichtums aus. Ich kann spüren, dass sie nahe ist. Warte auf mich. Wir sind fast da. Hier ist sie. Ich sehe sie. Wir nehmen alles mit. Wow. Schnell zum Pickup. Ich hole die Edelsteine. Das kann ich auch. Ich hab einen.
schaffe ich auch. Leg die Edelsteine ins Wasser. Wow, das ist das Schönste, was wir je gesehen haben. Das war Anton auf dem Ei. Sieh doch mal. Anton braucht dringend eine Operation. Krankenschwester, Skalpell. Mal sehen, was wir hier haben. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Pinzette, ich werde Anton von den Schädlingen befreien. Alle sind raus. Nadel, ich muss sie nur noch zusammennähen. Tada! Super! Schlag ein! Ups! Was? Wie lecker! Nein! Ich muss sie neutralisieren. Sie ist gesichert. Hey, aufwachen! Sie ist wach? Okay. Hey, Anton. Hör auf damit. Fang an. Vampyros, Draculos, für immer Verschwindos. Hey, was ist denn? Hallo, ich bin Anton. Schön, dich kennenzulernen. Es hat geklappt. Au. Von dem Geschrei kriege ich noch Kopfschmerzen. Mauzi treibt sich hier herum. Lass ihn uns fangen. Ich habe ein Seil dabei. Da lang. Links. Tagosso. Da. Du bist gefangen. Mag es ja nicht, Vampir. Ich schätze, das wird ihm helfen. Lust auf Milch? Was? Das ist Schleim. Du Betrüger. Es reicht. Du erschreckst mich. Es wird Zeit, dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Endlich. Tagosso, hilf mit. Der Milchschleim sollte ihn heilen. Es klappt. Oh, das ist gar nicht mal so übel. Au, mein Kopf. Hi, geht's dir nicht gut? Warum bin ich gefesselt? Du hast mit einem Wolfner gespielt und dich verheddert. Oh, ich liebe es zu spielen. Das ist toll. Tagosso, wo ist dieses Pokémon hin? Tagosso! Was? Ups, ich habe nichts gemacht. Pika, wach auf! Tagosso, wie läuft's mit der Reparatur? Ich bin fast fertig. Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Oh nein, Pikachu wird schwächer. Ich brauche einen neuen Pickup. Dieser hier sollte reichen. Kaufen. Oh nein, ich glaube, ich habe gerade etwas überfahren. Pikachu! Dein Herz schlägt noch. Ja. Es gibt noch eine Chance für dich. Hallo, Krankenwagen? Kein Empfang. Halte durch. Ich werde dich selbst retten. Warte hier drin, Patient. Ich muss die Ladefläche aufräumen. Ich bin ein Reinigungs-Jedi. Und das ist meine Rettungsmission. Puh, so ist's gut. Ich werde eine Matratze aufpusten. Die Matratze denkt, sie sei stärker als ich. Diese blöde Pumpe ist am Weichei. Oh, es gibt noch einen anderen Weg. Ja, es hat geklappt. Ich werde die Matratze mit einer Decke bedecken. Ich habe eine weiche Couch für meinen Patienten gemacht. Leg dich hin, Pika. Oh nein, eine Verletzung am Rücken. Reißt sich zusammen, Chad. Ach ja, richtig, mein Patient.
Stimmt, der Erste-Hilfe-Kasten. Aber woher bekomme ich einen? Ich mache mich auf die Suche nach einem Schatz. Da ist mein Erste-Hilfe-Kasten. Hier muss ich graben. Puh, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh, was ist das denn? Naja, mal sehen. Igitt. Oh ja, da ist er. Das Pokémon ist gerettet. Mal sehen. Pikazellin, Pika-Verbände. Ja. Doktor, wie sieht's aus? Deinem Baby geht es gut. Ich brauch das mal. Danke. Lass uns mal sehen, was in dir steckt, Pika. Was? Blitze? Das ist ja verrückt. Das habe ich noch nie gesehen. Hey. Ups. Ich habe den Monitor vergessen. Was? Wer bist du? Ich bringe ihn gleich zurück. Doktor, wach auf. Da ist ein Dieb. Super. Gleich werden wir alles sehen. Oh, das ist das Geheimnis der Pokémon-Wissenschaft. Halb so wild. Ich kümmere mich um dich. Ich bin ein Pokémon-Doktor. Dann wollen wir dich mal behandeln, Pika. Ich habe Pika-Verbände. Dann verbinde ich dich mal. Du bist eine Pika-Mumie. Weiter geht's. Und los. Oh nein, mein Patient wurde gegrillt. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Oh, ich hab's. Da ist ein Mini-Pikachu drin. Und es kann auch gerettet werden. Da bist du ja. Bist du in Ordnung? Ab in die Badewanne. Hier ist eine Badebombe. Nur noch warten. Pika, deine Druckkammer ist fertig. Es ist sehr gemütlich. Leg dich hin, Pika. Du wirst bald wieder gesund sein. Oh, das sieht gut aus. Es hat wohl funktioniert. Hey, Pika, du bist ja groß geworden. Oh nein, kritischer Zustand. Was jetzt? Ich hab's. Hi ihr Lieben, wollt ihr Pikachu retten? Dann lasst ganz viele Daumen nach oben da. Je mehr, desto gesünder wird Pikachu. Pika Pika! Pikachu, du bist wieder da. Ich hab dich gerettet. Sieh mal, ein Pokémon-Krankenhaus. Wir sollten eins eröffnen. Was für eine super Idee. Los! Sieh mal, was ich gefunden habe. Eine Sirene. Wir sollten sie anbringen. Nach rechts. Nein, nach links. Nein, mehr nach rechts. Weiter. So ist's gut. Was ist los? Warum geht sie nicht? Die Batterie könnte leer sein. Nur eine Sekunde. Es wird gleich wieder funktionieren. Ja, gut gemacht, Pikachu. Oh nein. Ich lege alles zurück. Ich will nicht ins Gefängnis. Hier ist alles, was ich gestohlen habe. Ich ergebe mich. Bitte. Puh, das ist doch nur Gold. Gut, du kannst gehen. Bye bye. Was ist hier noch drin? Oh, der Kaugummi gehört mir. Hm,
Ein Aufkleber für dich. Wie lecker. Oh, der Aufkleber gehört zu mir. Nettes Deko-Objekt. Stimmt, es gibt noch mehr davon. Hier, Aufkleber für dich und Kaugummi für mich. Chad, wo willst du hin? Vom Winde verweht. Ich dekoriere sein Pickup. So, sehr hübsch. Ah, Hilfe! Au, mein Kopf. Pika, ich bin wieder da. Schau mal, wie ich dein Pokémon-Krankenwagen dekoriert habe. Wow, das gefällt mir. Hi Ash, Pika, wo bist du? Komm sofort nach Hause. Okay, Zeit zum Tschüss sagen. Viel Glück mit dem Pokémon, Dr. Chad. Wünsch dir was, Anton. Alles Gute zum Geburtstag für mich. Oh, ich bin so einsam. Armer Anton. Ah, nicht so laut. Oh nein. Bibi, Anton, du tust mir so leid. Damit kommst du nicht durch, du böse Palme. Ah, die Palme will sich rächen. Jetzt werden wir gleich sehen, was dir fehlt. Oh nein, eine Kopfverletzung durch einen Angriff der Kokosnuss. Was soll ich nur tun? Ich wünschte, jemand könnte mir einen Tipp geben. Eine Nachricht. Nimm ein Pflaster. Oh, stimmt, ein Pflaster. Hey, habt ihr mir den Tipp gegeben? Vielen Dank. Hi. Oh, hi. Mein Kopf. Das ist für dich. Ja, aber erst setzt du einen Helm auf. Ein Helm für mich? Keine Kopfverletzungen mehr. Mein Kopf. Oh, sorry. Hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Danke. Mein armer Kopf. Hier ist ein Thermometer. Lass uns deine Temperatur messen. Gut. Mein Kopf. Oh, Vitamine. Perfekt für das Pokémon. Super. Hier, her damit. Meine Vitamine. Was hast du mit mir gemacht? Schau. Was um alles in der Welt war das? Das waren keine Vitamine. Ganz ruhig. Ich werde dir helfen. Das haben wir gleich. Fertig. Ist es jetzt besser? Igitt, wie eklig. Schon fertig? Nein, wir haben gerade erst angefangen. Das war's. Fertig? Wirklich? Ich bin übersät wie ein Marienkäfer. Schau, was ich gefunden habe. Du hast viele Augen. Damit kannst du die ganze Welt sehen. Was ist das? Immerhin bist du das auffälligste Pokémon. Du bist der schlechteste Pokémon-Doktor aller Zeiten. Was ist das? So wie es aussieht, hat Lumanda den Verstand verloren. Sieh ihm in die Augen. Er sollte sich so schnell wie möglich beruhigen. Steig ins Auto. Aber nicht auslippen, bitte. Gut gemacht, Anton. Hey, lass mich raus. Du. Halt, nicht doch. Was? Ein Mini-Glomanda? Mein Baby. Das war's also. Wie süß. Ich habe auch ein Mini-Pokémon. Es ist an der Zeit, den Innenraum meines Pickups zu dekorieren. Anton, magst du dieses weiche Lenkrad? Oh ja. Ich schlage vor, Lumanda einen Beruhigungstee zu geben. Nein, wir brauchen mehr Tee. Tee. Lecker. Gut gemacht. Ein entspannendes Bad für Glomanda. Vergiss die Augenpads nicht. Und eine sanfte Massage. Das tut doch gut. Hey, fühlst du dich gut? Super, du
Du hast mir geholfen, mich zu entspannen. Oh nein, mein Kopf. Nein, noch ein Feuerball. Pass auf. Wow, wie schön. Mein armer Kopf. Dieses Feuerwerk ist so toll. Danke. Danke, Leute. Bye. Ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Meine Pokémon-Ambulanz ist spitze. Oh, wer schreibt mir da? Wow, so viele dankbare Pokémon. Das habe ich doch gerne gemacht, Leute. Oh, meine Schicht ist gerade zu Ende. Ich muss los.